Schleusenanlage, Einlage, war eine Anlage mit zwei Schleusen in Einlage. Polnisch Pryczkalina, auf dem Gebiet der Stadt Danzig in Pommern. Die verbleibende Schleuse und das Maschinenhaus von 1894 sind seit 1997 ein technisches Denkmal. Die Anlage trennte die Tote Weichsel vom Weichseldurchstich und diente dem Hochwasserschutz der Stadt Danzig sowie des Weichseldeltas. Die Schleusenkammer ist aus Ziegelsteinen gemauert und hat eine Länge von etwa 73 Metern. Ihre Tore sind zweiflügelig und aus Stahl genietet. Hersteller der Tore war 1894 die Danziger Schiffswerft J.W. Klawitter. Die großen Tore am Oberwasser dienten auch dem Hochwasserschutz. Im Maschinenhaus nördlich der Schleuse ist ein Teil der Originalausstattung vom Ende des 19. Jahrhunderts erhalten. Die Kolbenpumpen wurden später durch einen Elektromotor angetrieben, der zwei Dampfmaschinen ersetzte. Von 1889 bis 1895 wurde der Weichseldurchstich gegraben. Mit seiner Vollendung bestand die Notwendigkeit, den Wasserstand der jetzt toten Weichsel zu regulieren und die Durchfahrt von Schiffen zu gewährleisten. Neben der nördlichen Schleuse für Schiffe wurde im Süden eine etwa 260 Meter lange Schleuse für Flöße gegraben. Ja, da stand eigentlich, dass man das Maschinenhaus der Schleuse besichtigen kann. Irgendwo hatte ich das gelesen. Ich habe es jetzt auf der Schnelle auf dem Handy nie wiedergefunden. Aber hier steht nirgends was, wo man hin soll, beziehungsweise wie man reinkommt. Zwischen den Schleusen befand sich eine Quarantäneanlage mit Krankenbaracken auf der ostseitigen Erweiterung, die in den 1970er Jahren erheblich verkleinert wurde. Der Ort Einlage erhielt einen Hafen für seine Fischer. An der Totenweichsel gab es am Ende der Floßschleuse einen Anleger für Sportboote und einen Badebereich. Im Jahr 1905 wurde die Schmalspurbahn der Westpreußischen Kleinbahn eröffnet. Nördlich der Schleusen bestand der Haltepunkt Einlage, südlich der Haltepunkt Schusterkrug. Filigrane Stahlträgerbrücken überführten Bahn und Fahrwerk über die beiden Schleusen. Die Brücke ist eine einflügelige Klappbrücke, die 2012 in Danzig, Polen, fertiggestellt wurde. Sie überquert die Zufahrt zur Schleuse Einlage und ist für den Lkw-Verkehr ausgelegt. Leider konnte man das Maschinenhaus nicht besichtigen. Ich hatte irgendwo gelesen, es wäre zu besichtigen möglich, aber dem war nicht so. Bin hier in Osterode. Die Stadt wurde von Einwanderern aus dem Harz gegründet. Mit tschechischem Bier haben wir. Thank you.
Hallo erstmal. Bin jetzt in Osterode gelandet. Aber nie im Harz. Das ist, ich weiß gar nicht, 100 Kilometer, ein bisschen was über 100 Kilometer bin ich, glaube ich, gefahren. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Östlich von Danzig. Die Stadt wurde von Auswanderern aus dem Harz gegründet. Ich blende das dann nochmal ein. Und ja, ich habe nur einen kleinen Stadtrundgang gemacht dort. Mal zu der Burg gelaufen. Ja, aber jetzt auch nie so sehr angeguckt. Und hatte vorher nämlich mein Fahrrad hier in der Fahrradwerkstatt geschafft. Da ist mir gestern meine Gabel irgendwie verbogen. Jedenfalls habe ich dann geguckt, was es hier in der Nähe für Fahrradwerkstätten gibt. Und habe mir dann eine Reihe angeklickt, die gute Bewertung hatte. Die letzte Google-Bewertung waren welche aus Holland, den der da sofort geholfen hat. Mit ihren Elektrobikes irgendwas, irgendein Problem. Und da bin ich ja in die Fahrradwerkstatt. Sieht ein bisschen so aus wie so eine Wald- und Wiesenschusterbude. Ach, auf der Dashcam könnte ich ein halbwegs ordentliches Foto haben von außen. Aber der Typ war ganz okay und hatte Ahnung. Also ich hätte bestimmt die doppelte bis dreifache Zeit gebraucht. Der hatte dann mal geguckt. Also jetzt so was Neues hatte da jetzt natürlich auch nicht für mich da gehabt. Und da hat er mal geguckt, was da hier noch so an alten Fahrrädern rumstehen hatte. Und da hat er jetzt von irgendeinem Rad die Gabel abgerissen und bei mir dran geknallt. Ja, und bei der Gelegenheit hat er mir gleich sämtliche Bremsklötze noch neu gemacht. Und hinten an der Kette hatte ich diesen Speichenschutz, der war mal weggebrochen zur Hälfte, der klapperte mehr oder weniger bloß noch. Den hat er mir jetzt auch gleich runtergemacht, weil den habe ich jetzt selber auch schon mal nie runtergekriegt. Und das Ritzel abdrehen bräuchte ich dann auch als Spezialwerkzeug. Das hatte ich so immer unter. Irgendwann besorgst du dir mal eins und dann machst du das. Hat mich eigentlich nie allzu sehr gestört und der sagte, nee, das geht gar nicht. Hat das gleich mitgemacht. War jedenfalls ganz gut, der Typ. Und wirklich, ich komme dort an, der guckt ein bisschen, oh. Und jedenfalls hat er es mir gemacht. Ich bin derweil dann halt, wie gesagt, kleines Ringel dort durch den Ort gelaufen. Und als ich dann wiederkam, hat er noch ungefähr eine halbe Stunde zu tun gehabt. Und dann hat er mir gleich die Bremsklötze noch mit neu gemacht. Und das Rad ist erstmal wieder wie neu. Ja, der Pranger stand hier früher dichter an der Wäschemangel, damit der Verurteilte hier auch noch kurbeln konnte.
Republikaner.